Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, heute wieder von der YouTuber-Insel. Und heute, Leute, sind wir auf einer geheimen Spezial-Mission. Und zwar gibt's heute einen Rache-Prank. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Leute, aber für die Leute, die sehr, sehr aktiv bei dieser ganzen Insel-Thematik sind, wissen auf jeden Fall, dass Elina, ne, der Captain der Prank-Piraten, wo ich ja auch dazu gehöre, mal versucht hat, mein Haus zu pranken mit Wasser. Da war ordentlich viel Wasser drin, Leute. Und ich habe sie auf frischer Tat ertappt. So, und das war ein Hausprank, deswegen haben wir überlegt, ob ich jetzt nochmal eine kleine Antwort starte. Ne, nicht jetzt auf verfeindete Basis, sondern einfach mal auf lustig, Leute. Ich habe mir dann keinen Insider rausgesucht, der jetzt, wo sie auf jeden Fall direkt erkennen wird, dass das auf jeden Fall von mir ist, Leute. Deswegen dachte ich mir, ich werde einen Rache-Prank starten. Aber Leute, ich komme auf den Server. Ich habe gestern Abend noch fleißig gefarmt. Schaut euch das hier an. Ich habe hier fast 2 Stacks Dias, weil ich nämlich langsam mal auf Netherite hochgehen wollte. Und dafür braucht man viele Dias, um das alles zu verzaubern, also zusammenzupacken und alles. Und da hat mir Kian geschrieben. Kian ist gerade auch schon auf dem Server. Flauschi und Candy sind auch da. Kian will wohl was mit mir besprechen. Schaut euch das mal an. Er schreibt mir, ob ich kurz Zeit habe, dass er mir was erzählen muss. Und dass ich keine Angst haben soll, dass das keine Falle ist. Habe ich gesagt, okay, ey, ich bin hier, ne, war gerade noch am Farmen, dauert noch ein bisschen, wir können uns aber gleich treffen. Leute, er schreibt zwar, dass das keine Falle ist. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Alpha-Clan wieder so eine Filme schiebt mit, ich sehe ihn oder quatsche mit denen und auf einmal locken sich Ente und Alpha-Stein ein. Deswegen werde ich auf jeden Fall einen sicheren machen. Ich gehe jetzt hin, werde erstmal meine wichtigsten Items wegpacken. Das ist erstmal Nummer 1. Nummer 2, ich habe ein paar Stärketränke erwerben können auf dem, sage ich mal, auf dem Inselschwarzmarkt. Davon pfeife ich mir einen rein, beziehungsweise habe einen wenigstens in der Rückhand. Ein paar goldene Äpfel, auch nicht schlecht. Full verzaubert sind wir schon, Leute. Das haben wir letztens im Livestream mit Elina und Flauschi geschafft. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Damit sind wir schon mal nicht auf 0. Und dann schauen wir uns, also hören wir uns mal an, was Kian zu sagen hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es eine Falle ist oder nicht, Leute. Ihr könnt jetzt schon mal in den Kommentaren raten. Ach so, und Leute, abgesehen davon, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und lasst eine positive Bewertung da, Leute. Ganz, ganz wichtig. Die Inselsachen kommen sehr, sehr gut bei euch an. Die anderen Sachen auch. Also auf jeden Fall ein Abo, Like und Glocke da lassen. Ich bin auf jeden Fall... Bin bei meinem Haus. Der steht bei meinem Haus. Okay, Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt schon unterwegs. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das gleich enden wird. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare rein, ob es eine Falle ist oder ob er wirklich nur reden will. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit wir unseren Rache-Prank fertig machen können. Da habe ich mir was Lustiges einfallen lassen, Leute. Okay, okay, ich sehe den Hafen schon. Das heißt, mein Haus ist hier vorne. Ich weiß jetzt nicht, ob er bei meinem alten Haus steht, bei dem Gambo Gaming Haus, Leute. Oder ob er bei meinem neuen Haus steht. Ey, der Schriftzug mit Pupsberger steht da immer noch. Ja! Der Prank hat wirklich gesessen, ey. Das hat noch keiner weggehört. Ich weiß noch nicht mal, ob es allen aufgefallen ist. Okay, wir müssen jetzt erstmal checken, ob er beim neuen oder beim alten Haus steht. Ich denke eher beim alten Haus. Ich denke, viele Leute wissen noch nicht, dass ich jetzt hier bei dem Paulberger Hills so ein Ding hier stehen habe. Ja, hier steht er nicht. Ich gehe mal zum alten Haus. Zum absoluten Gambo Gaming Haus, Leute. Okay, jetzt habe ich aber nicht genug Zeit, meine Sachen wegzupacken. Obwohl, ich weiß, da vorne bei Max ist... Eine Ender-Chest, da kann ich ganz kurz... Ja, let's go! Okay, da kann ich schon mal die wichtigsten Sachen wegpacken. So, okay, alles andere... Das andere ist okay. Okay, 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 Leute. Ich schreibe ihm jetzt mal, dass ich komme. Boah. Mann, ey, wenn der jetzt eine rote Rüstung anhat, ne? Ich bin auch nicht mehr so ganz auf dem neuesten Stand, wer gerade zu welcher Gruppierung gehört. Ich habe gestern Finski mit einer roten Rüstung erwischt, habe einen Herzinfarkt bekommen. Das war richtig krank. Ich dachte, der macht mich auch gleich weg. Uiuiui. Also rot ist schon sehr, sehr wild immer. Okay, ich sehe ihn da oben schon. Leute, ich denke, ich kann ihn da oben schon sehen. Der müsste da vor meiner Tür stehen. Hallo? Hey, was geht? Was geht, na? Alles gut bei dir? Ja, bei dir? Ey, sorry wegen dieser einen Aktion da, was da war mit Alphastein. Ich wollte mich, ich weiß nicht, ob hast du meinen Brief bekommen, wo ich mich... Ja, ich habe ich habe deinen Brief bekommen. Alles cool. Also, ich weiß ja, also, mir wurde schon am ersten Tag gesagt, dass hier der Alpha-Clan ganz wild unterwegs ist und auf alle Köpfe gehen will. Ihr habt mich da ganz, ganz übel erwischt. Im eigenen Haus so hops genommen zu werden, ist schon wild. Bro, ich kann dir auf jeden Fall versichern, ich bin nicht mehr im Alpha-Clan. Also, da musst du dir echt gar keinen Kopf machen.
Ich habe gerade die ganze Zeit, weil ich war nämlich gestern farmen und habe mich außerhalb der Insel ausgeloggt und hatte gerade voll den langen Heimweg und ich habe die ganze Zeit gedacht, ist das eine Falle, wird sich Ente und Alphastein gleich einloggen und so. Ich habe voll die Filme geschoben, aber oh, ich sehe schon an deiner Rüstung, das ganze rote Zeug ist weg. Ich hatte das eh nicht die ganze Zeit. Hattest du? Okay. Nee, Mann, ich hatte das die ganze Zeit nicht und Okay. Deshalb, aber nee, wirklich sorry nochmal wegen der einen Sache. Also nochmal von neu, ich bin Kian, ich habe gar keinen Clan und ich wollte auf jeden Fall mit dir quatschen, Bro. Okay, alles cool, alles meinst cool. Meinst du, wir können irgendwo hin, wo wir alleine sind, vielleicht in dein Haus rein? Oder ist das okay? Oder wollen wir zu mir in die... Ja. Wir können zu mir, lass zu meinem neuen Haus. Ich wohne inzwischen bei den Paulberger Hills. Ach so. Flauschi hat mir ein schönes Haus dahin gezimmert. Und das ist, denke ich, ein bisschen angenehmer als die Holzhütte hier. Ach, alles gut. Macht keinen Unterschied, Bro. Und wo warst du gerade? Ich war gerade ein bisschen farmen, weil ich wollte jetzt auch mal langsam Netherite haben. Und dafür braucht man ja übel viel Dias, um das so zusammenzulegen. Deswegen habe ich so eine Farming-Tour ein bisschen gemacht. Wenn du was benötigst, sag mir Bescheid, ne? Alles cool. Okay. Alles cool, alles cool. So, dann zeig mal dein Haus. Das blau-weiße da drüben. Wesh. Ja, Flauschi hat da richtiges Ding hingezimmert. Flauschi, das ist typisch, auch, ne? Das ist auch feuerfest einfach. Das Holz kann nicht brennen. Alter. Muhaha, du bist in meine Falle getappt. Nein, Spaß. Okay. Geil. Flauschi ist crazy, wirklich. Ja, das ist echt cool, Mann. Richtig korrekt richtig von dir gewesen. Leute, ich habe ja wirklich gedacht, dass Kian mich jetzt hier irgendwie umbringen will oder so, aber er hat ja wirklich auf korrekt, hat er sich bei mir entschuldigt für die Aktion mit dem Alpha-Clan. Er ist jetzt offiziell aus dem Alpha-Clan raus, hat sich bei mir entschuldigt und wollte mir sogar Items geben, aber ich bin ja inzwischen bestens versorgt, Leute. Deshalb, da habe ich gesagt, falls ich irgendwas brauche, so, ich werde mich bei dem melden, aber aktuell brauche ich nichts. Er wollte einfach nur eine etwas geheimere Sache unter vier Augen besprechen. Das könnt ihr safe auf seinem Kanal abchecken, Leute, aber ja, seid gespannt, was auf euch zukommt, Leute. Zum Glück wurde ich nicht angegriffen. Aber das heißt jetzt für uns, dass wir weitermachen mit unserem Rache-Prank. Leute, ich habe was organisiert. Ich muss aber erstmal hier mein ganzes Inventar hier leer machen. So, bap. So, das behalten wir noch. Und jetzt gehen wir rüber. Wohin gehen wir rüber? Hier gehen wir rüber. Leute, ich habe mir gestern wirklich, ich habe mir so viele Laternen ertradet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es sind fast 5 Stacks, Leute. Absolute OGs wissen Bescheid, warum ich jetzt einen Rache-Prank mit Laternen mache. Weil Elina hat nämlich am Anfang des Projekts Laternen gebaut und ich hatte einen Stack. Hab ihr gesagt, yo, gebe ich dir. Dann ging so 2-3 Tage vorbei und sie hat sie immer noch gebraucht. Aber ich war zwischenzeitlich, also wir waren zu unterschiedlichen Zeiten online, deswegen konnte ich ihr das nie geben. Und dann habe ich sie mit so Laternen zugeschüttet, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, Leute. Und zugeschüttet ist jetzt tatsächlich auch das richtige Wort. Deswegen fahren wir jetzt, fährt man mit dem Boot? Ja. Fahren wir jetzt rüber zu Elinas Strandhaus. Da wohnt sie nämlich gerade aktuell, weil ihr habt euch ja die Villa angesehen, die ist immer noch full gesprengt. Deswegen müssen wir uns jetzt zu dem Haus von ihr vorwagen. Und ich weiß, dass sie jetzt gerade nicht online ist, aber aus sicherer Quelle weiß ich, dass sie wahrscheinlich in der nächsten Stunde irgendwann online kommen wird. Deshalb müssen wir uns sehr, sehr beeilen, Leute. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich hoffe, dass die 5 Stacks ausreichen. Ansonsten müssen wir gleich nochmal was traden gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das passen wird. Okay, Leute, wir können das... Hier ist das Haus von Russik, denke ich. Finski meinte, dass es leergelegt ist, aber ich habe ihn letztens gesehen. Okay, Leute, wir sind jetzt bei Elina angekommen. Schnell. Wir müssen jetzt ganz, ganz schnell sein. Steht hier mein Schild eigentlich noch irgendwo? Da. Gambo war auch hier. So, Leute, 5 Stacks. Wir fangen jetzt direkt damit an. Bup. Nee, warte, Moment. Wir fangen erstmal unten an. So, dass es so dieses Nervige. Dass man so permanent eingedingst ist. Kann man hier so danach noch durch? Nee. Okay, die Durchgänge muss ich noch einigermaßen frei halten, weil man sonst nicht mehr rein und rauskommt. Mann, man muss ja richtig aufpassen hier. Okay. So, das Einser-Ding muss ich noch offen lassen. Die kann ich aber zumachen. Nee, das hier muss ich auch offen lassen. Und das auch. So, dann kann ich gleich hier noch durch. So, hat das Ding ein zweites Stock? Nee, aber hier unten geht's runter. Guck mal da oben hin. Nee, das ist nur so ein Schrägdach, ne? Okay, dann machen wir jetzt hier weiter. Upp. Okay, hier geht's schon mal nicht. Kann man die nicht da dran hängen? Okay, man kann die auch nicht nach unten stacken. Okay, dann machen wir hier weiter. So, zack. Hier noch die Reihe durch.
noch die Reihe durch. So, ich muss das jetzt wirklich so platzieren, dass man am Ende kaum noch durchkommt. So, zack, boom. So, und jetzt noch hier. Muss nur aufpassen, dass ich selber... Okay, Flauschi. Flauschi ist gerade gegangen. Ist in Ordnung. So, da. Das ist alles zugestellt. Hier ist auch... Ah! So, hier kann ich noch welche ranstellen. Hier nicht mehr. Hier oben auch nicht mehr. Hier passt auch. Okay. Kann ich hier gleich noch durch? Ja. Mann, Flauschi und Candy wechseln die ganze Zeit ab mit dem Disconnecten und Draufconnecten. Ich denke die ganze Zeit, dass Elina hier gleich draufkommt. Ich kann das alles nicht mehr. Okay, hier kann man nichts hinplacen. Hier geht was. Kann ich... Okay, das sind alles Stufen anscheinend. Und an Stufen kann man es schon mal nicht placen, das weiß ich. Okay. Jetzt hier die Optik. Wo kann ich noch... Okay, hä, an Stufen geht's doch. Warum kann ich dann da nicht placen? Das hat ja gar keinen Sinn. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Warum geht das hier nicht? Leute, wisst ihr, warum ich hier zum Beispiel keine Laternen placen kann? Das ist ja komisch. Ich weiß nicht warum. Hier geht's, aber hier nicht. Boom, hier noch. Zack. Stimmt, diese ganzen Kisten und so, da kann ich überall was drauflegen. Kann ich noch oben drauf? Wie sieht's oben drauf aus? Stimmt, oben drauf habe ich noch gar nicht versucht. Okay, hier. Oh, ich muss hier durch. Lassen Sie mich durch. So, hier kann ich schon mal den hier machen. So, den hier. So, das passt alles hier schon mal. Jetzt kann ich den Durchgang hier auch zumachen. Dann kann ich das hier zumachen. Na, okay, nicht so ganz. Ich muss erstmal raus und dann kann ich es zumachen. Zack, boom, zu. So, jetzt müssen wir irgendwie auf das Haus drauf. Hier lang. Okay, hier kann ich es oben drauf packen. Ist ja auch was. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch ein Stack. Hier geht's dann wieder nicht. Hier müsste es dann wieder gehen. Keine Ahnung, was da die Mechanik ist, Leute. Da bin ich Minecraft-technisch auch einfach raus. Kann ich es hier draufpacken? Nee, schade. Hier auch nicht. Okay. Hier geht aber noch was. Ja, da geht auch noch was. Hier geht leider nichts mehr. Okay. Wo können wir noch was draufpacken? Seht ihr hier noch irgendwas? Hier ist was. Boom. So, ich denke, das war's jetzt. Mehr geht echt nicht. Mehr Laternen geht nicht. Oh, geht das hier vielleicht drauf? Aua. Yo, man kann auch hier drauf noch platzieren. Let's go. Dann kriege ich meine letzten Laternen auch noch weg, Leute. Yeah. Zack. 3 Stück haben wir noch. Kriegen wir die noch irgendwie verbaut? Aua. 1, 2 noch. Komm, eine noch. Einen einzigen. Der darf jetzt aber nicht so blöd platziert sein. Der muss schon irgendwie Sinn ergeben. Wenn er einfach hier hin tun. Nee, geht natürlich nicht. Einer fehlt und ich weiß nicht, wohin damit. Zack. So. Jetzt liegt er da. Leute, schaut euch das an. Das ist so ein kleiner Rache-Prank zwischen Prank-Piraten. Kann man ja mal machen, finde ich. Ich habe innen alles komplett an die Wände, soweit es ging. Die Decken komplett, oben die Dächer halt so, wie es bei den Slabs gepasst hat, hier die Einfahrt komplett, bam, 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 links, rechts, alles zu damit. Wir können jetzt noch ein kleines Schild dazu schreiben, dafür brauche ich ein bisschen Holz, das können wir uns ja hier mal borgen. Einfach mal irgendwie kleines Dankeschön für den Wasserprank, Grüße, Prank-Piraten-Kollege oder irgendwie sowas, irgendwas Lustiges, irgendwas Kleines. Kleines Danke für den... Oh mein Gott, ich dachte schon wieder, dass das Elina wäre. So, kleines Danke für den Wasserprank. Liebe Grüße, Prank Pirat. Okay, ich hoffe mal, ich habe alles richtig geschrieben. Wenn nicht, werde ich wahrscheinlich wieder unter dem Video finden mit den ganzen Verbesserungsvorschlägen, Leute. Und das ist richtig so. Aber ja, Leute, das ist natürlich... Wie gesagt, ein kleiner Racheprank unter Prank-Kollegen kann man mal machen, damit es wieder 1-1 steht, weil das Wasserding habe ich natürlich nicht vergessen. Leute, wir haben ja jetzt, wir wollten ja eigentlich nur den Prank machen. Kian hat uns so ein bisschen abgefangen mit einer Sache, ne, ein bisschen geheimen Sache. Wie gesagt, checkt das gerne ab, wenn ihr wissen wollt, was wir da besprochen haben. Abgesehen davon habe ich ja meine Farming-Tour hinter mir. Ich würde sagen, wir können jetzt noch gerne auf Netherite upgraden. Dann weiß auch hier jeder Bescheid. Ich denke, dann geht hier auch so eine Meldung raus, bam, dass ich full in Schrott eingekleistert bin. Und ich denke, das ist auch wichtig und auch richtig, dass der Server hier Bescheid weiß, dass die Leute auf der YouTuber-Insel Bescheid wissen, dass...
die Prank-Piraten auch Netherite-technisch unterwegs sind. Weil es wird die nächsten Tage gut krachen, Leute. Ich will nicht zu viel verraten, aber hier wird der Server nochmal auf den Kopf gestellt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein. Und hier so, das werden dann aber auch nicht mehr so kleine Pranks sein. Wir fangen natürlich leicht an. Wir sind hier neu. Wir sind neu mit einer Gruppierung und so. Wir müssen uns ja, wir dürfen ja nicht direkt übertreiben. Deswegen hier mal ein Schriftzug, da mal eine kleine Sprengung. Aber wenn es hier losgeht mit den ganzen Raids und alles, uiuiui, dann wird's wild, Leute. So, ich würde sagen, wir checken jetzt kurz unsere Ender-Chest ab und snacken uns da die Sachen raus und duplizieren da diese Dinger da. Diese Schmiedevorlagen oder so. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktionieren soll. Wir werden es aber gleich herausfinden. Ich denke, dafür braucht man auch Netherrack. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das haben. Ich meine, Flauschi müsste in ihrem ausrangierten, kaputten Haus da oben noch irgendwo Netherrack haben, weil wir das letztes Mal, denke ich, versucht haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Muss hier Netherrack sein? Eins habe ich schon mal gesehen. Ah, let's go, let's go. Ich würde sagen, wir holen uns die Sachen einfach hoch und machen es direkt bei Flauschi im Haus. Weil da steht, meine ich, auch ein Schmiedetisch. Dann können wir das alles instant machen. So, let's go. Hä? Hallo! Ich glaube, das war Finski. Hallo? Ich werde dich platt machen. Ach, na so. Bro, das ist nicht nur Gambo. Was geht, Gambo? Was geht? Was ist, ja, ich mach nichts und du? Achso, hat er gar nicht gefragt. Oh, ja, Gambo, was machst du gerade? Candy, was hast du da an? Mein Merch, Candy Merch. Candy Merch? Ja, safe. Das ist Candy Merch. Leder, das ja, echt wer Lederrüstung aus und Eisenhelm aufhat, ist Candy Army. Candy Army, ja, gibt's jetzt aber, Candy Army. Falls du fragst, ich habe hier nichts zu tun, ich mach nichts gerade. Nichts? Du bist doch ein viel beschäftigter Mann, du bist doch Bürgermeister und Polizeichef. Deswegen, ich habe jetzt Bürgermeister-Sachen zu tun, die sind top secret, die darf ich dir nicht verraten. Nicht? Okay. Okay, meint ihr, der hat was mitbekommen? Okay, so, ich tue jetzt nochmal so, als würde ich arbeiten. So, Baugenehmigung erteilt, bam. Steuern abgelehnt. Oh, verdammt, der steht am Fenster. Pause! Es ist Zeit für eine Pause. Gambo, hey! Yo, hey! Ja, ciao, Gambo. Ja, ich mach Pause. Ja, alles ciao. Klar, schöne Pause. Niemals macht er Pause. Wo ist der hin? Als ob der mich so einfach so abgehängt hat. Der kann doch nicht einfach weg sein. Ist der hier im Wasser verschwunden? Oh, lol. Was geht? Wie kommt... Hä? Wo kommst du denn jetzt her? Nee, wo kommst du denn her? Wo kommst du her? Ich wohne hier. Wo? Hier in der Stadt. Paulberger Hills. Hä? Ich wohne auch hier. Du wohnst garantiert nicht hier. Ihr habt Hausverbot. Ich beweise es dir ehrlich. Komm, 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 komm. Guck, das ist mein Haus hier. Das ist das Haus von iCrimex. Wo steht das? Ja, okay, das Schild ist weg. 1-0 für dich. Ja, siehst aber du? Das ist dein Haus? Ja, ja, das ist mein Haus. Das habe ich selber gebaut. Dann zeig mir mal deine Kisten. Wo sind die? Ja, meine Kisten, die sind... Ja. Warte. Ja, die bin ich grad nicht hier. Ach so, okay. Ich glaube, ich muss ganz schnell weg. Tschüss. Ja, okay, ciao. Was sind das für random Begegnungen heute? Candy hat irgendwie keinen Job mehr, all seine Items verloren. Ente läuft hier durch die Gegend, als würden die Paulberger Hills dem gehören und sagt einfach, dass ihm, dass das Haus von iCrimex ihm gehört? Was ist das hier alles? Das ist ein Fiebertraum. Warte mal, hier ist doch gerade auch einer durchgelaufen. Ich habe das so gesehen. Meint ihr, ob Candy wieder in dem, Ding da drin ist? Mit dem Bürgermeister? Okay, der scheint nicht hier zu sein. Hoffentlich gehen die Phantoms jetzt mal weg. Okay, Leute, wir gehen wieder zur Mission über. Wir müssen jetzt Netherite-Sachen bekommen. So, schnell hoch hier. Candy war eben hier irgendwo. Was hat der vor? Der hat doch wieder irgendwas im... egal. Soll nicht meine Sorge sein. Leute, wir machen hier weiter. So, ich meine, das Rezept wäre so irgendwie. Tatsächlich war das falsch. So vielleicht? Nee, ich raff's nicht. Ich muss mal kurz nachschauen.
War ja klar, Leute, ich war knapp dran vorbei. Das Ding funktioniert nämlich so. Boom. Und die dupliziert man so einfach. Jetzt habe ich 9 Stück. Und einen halten wir uns natürlich als Backup. Und dann kommt das hier in diese Schmiedevorlage rein. So, jetzt müssen wir hier schnell machen, weil ich will nicht so lange ohne Rüstung dastehen. So. Muss dann hier ganz schnell alles reinpacken. So, Leute, jetzt bin auch ich voll Netherite. Jawohl. Ja, sehe ich genauso. Rein da. Zack. Das Farmen hat sich gelohnt, Leute. Wir haben noch 4 Schmiedevorlagen übrig. Ich will natürlich auch meine ganzen anderen Sachen. Die Spitzhacke kann ich eigentlich jetzt schon mitnehmen. Und das hier noch rein. Boom. Den Rest heben wir uns auf für Schaufel und Axt. Schaufel und Axt habe ich jetzt noch nicht full verzaubert, weil ich dachte, das war jetzt nicht so unfassbar wichtig. Axt sollten wir vielleicht jetzt relativ zeitnah noch machen, falls hier PvP-Fights entstehen und mal Leute hier, zack, hier wegen Schildbreak und sowas, dass wir das Ding auf jeden Fall auf Max haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann sollten wir auch ready to go sein. Ich würde jetzt hier aber noch mal kurz abchecken. Okay, Candy ist nicht da. Ente war hier irgendwo unterwegs. Und Kian dürfte eigentlich auch nicht mehr da sein. Der hat wahrscheinlich schon andere Sachen im Kopf. Deshalb würde ich sagen, Leute, wir loggen uns hier vor den Hubsberger Hills aus. Leute, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, falls euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke und abonniert den Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Ganz, ganz wilde Pranks sind noch geplant, auch für den ganzen Server. Also seid auf jeden Fall mit dabei, Leute. Ganz, ganz wichtig. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns hier von den Pupsberger Hills. Im Hintergrund, dass das Ding noch steht, ne, wirklich. Achso, ihr seht das wegen der Facecam gar nicht. So, die Pupsberger Hills. Das Ding steht wie eine 1, Leute. Schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare rein, was die anderen Leute zu dem Schild gesagt haben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!